Hallo und seid gegrüßt, meine Freunde, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Eurotax Simulator 2. Unterwegs sind wir mit den New Actros 2019 als Wechselbrücke. Wir sind gerade in Chemnitz und satt vom köstlichen Essen. Ja, wir sind gerade bei McDonald's, aber ihr könnt gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Geht ihr eher zu Burger King oder zu McDonald's? Und welchen Burger würdet ihr mir empfehlen? Lasst einfach auch ein Däumchen da. Und ich war schon lange nicht mehr da. Und wann? Ich glaube schon 2 oder 3 Monate. Und wenn ich was esse, dann ist es Royal TS mit ja, einer kleinen Cola und Mayo oder Ketchup. Naja, egal. Gut, wir sind jetzt gesättigt für die nächsten 5 Minuten und ja, steigen erstmal in unserem wunderschönen LKW ein. Oh ja, Mirrorcams. Alles in Ordnung. Krone, Auflieger oder Anhänger. Dann würde ich einfach mal sagen, Motor an. Warnblinker aus. Und wir sind gerade, wie gesagt, in Chemnitz und wollen jetzt nach Berlin fahren. Ja, ab in die Heimat. Dann Attacke Hü. Ach, schön, 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 schön. Fahren wir einfach mal. Sollten wir vielleicht überlegen, nicht in den Drive-In reinzufahren, ne? Ach, Mann, 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 Maximus. Was ist da schon wieder los mit den Bengeln? Erstmal hier mit dem LKW Drive-In rein. Und sagen, nee, einmal Royal TS. Ich nehme aber heute die Sparversion. Was macht denn der jetzt hier? Warum fährt denn der so langsam, mein Freund Blasi? Ja. Ist wahrscheinlich noch nicht so lange unterwegs mit seinem BMW. So, aber jetzt geht's erstmal los. Kam nichts von rechts, deswegen können wir fahren. Ab auf die Autobahn, erstmal auf die A4. Und dann Richtung Berlin. Geben unsere Ladung ohne große Probleme ab. Ah, schön. Na, läuft doch. Alter, muss ich ja wirklich sagen. Passt ja. Richtig Lust habe ich, hier in die Runde zu drehen. Ach, fein. Jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen hier. Ah, Verkehr, Verkehr, Verkehr. Ja, das ist jetzt die, oder das zweite Promods-Profil. Da habe ich jetzt keine weitere ja, Mods mit drin, also Automods. Aber trotzdem, es ist ja ein bisschen was unterwegs, ne? Also. Ach Gott, ja, ich muss ja hier lang. Ja, das läuft ja wie ein Länderspiel. Mann, 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 Mann. Hab mich falsch eingeordnet. Ja, was sollst du machen? Da hilft nichts, ne? Okay. So, mal gucken, wie lange wir noch hier unterwegs sein können, ne? Auf den Karten. Das ist ja immer so eine Sache. Wie lange das noch geht hier, bis die 1,47 kommt. Ja, die Fragen und die Aufregung, muss ich ja sagen, steigt. Naja, ich würde nicht sagen stündlich, aber sie steigt definitiv, wo einige von euch ja gerne mal wissen wollen, wenn es dann soweit ist, ne? Aber kann ich euch leider auch nicht sagen. Ja, wir müssen einfach noch ein bisschen Geduld haben. Vielleicht ist es ja nächste Woche. Ach, gucke, wir fahren jetzt über die Wunder oder unter der wunderschönen Brücke hier durch. Das Monument, Aquädukt oder wie auch immer man das nennt. Ja, hoffentlich bremst er ab. Ja, macht er alles. Ach, passt. Ich mag diese Brücke, wo hier die, das ist ja mittlerweile auch schon 3 oder 4 Jahre her, ne, wo sie Deutschland überarbeitet haben und die Autobahn quasi neu hinzugefügt haben, dann diese Streckenabschnitt hier von der A4, den fahre ich sehr, sehr gerne. Ihr seht zwar, dass ich jetzt hier noch gar nicht lang gefahren bin, aber das hat, ihr wisst schon, mit den Profilen zu tun. Oh Mann, aber ich habe Kaffee am Start und das ist ja auch wesentlich oder wichtig. Mir ist was aufgefallen bei YouTube. Vielleicht bin ich heute Abend nochmal spontan live, weiß ich noch nicht. Aber morgen wollen wir ja GTA machen, ne? Mal gucken, ob das alles klappt. Ja, mir ist was aufgefallen. Wer sich selbst mit YouTube ein bisschen auskennt, der oder selbst schon mal Videos hochgeladen hat, dann konnte man ja immer Spiele auswählen. Ja? Und dann nutzt man eine Kategorie aus, zum Beispiel Gaming und dann das Spiel. Und jetzt ist seit einer geraumer Zeit, kann man nicht mehr den Eurotruck Simulator auswählen.
Habe ich jetzt bei anderen Kanälen, also wo ich es damals ausgewählt habe, ist es dann einfach unter dem Video sind dann halt das Game, ja, und dann, also das Spiel, also Euro-Taxi-Simulator, und daneben war der Kategorie Gaming. Ja, das ist jetzt dann irgendwie weg. Ich weiß, ich kann nur zwei Sachen aussuchen: Euro-Taxi-Simulator Skandinavien und Euro-Taxi-Simulator Road to the Black Sea. Deswegen wähle ich die Sachen jetzt immer aus, auch wenn ich nicht da unterwegs bin. Warum, weshalb, wieso das so ist, keine Ahnung. Ob da jetzt gerade momentan ein Fehler ist bei YouTube oder was anderes, ich kann es euch nicht sagen. Ich habe mal bei anderen Kanälen geschaut, das ist dann auch nicht mehr drinne. Wer weiß, was da jetzt Phase ist, falls der eine oder andere mal irgendwie da runter guckt oder überhaupt in die Videobeschreibung. Ich weiß es ja nicht, ob es da Leute gibt, die sich die Videobeschreibung angucken. Dann seid ihr auf jeden Fall da schon mal ja, auf dem, nur so als Info, ne? Ich habe mal die Videobeschreibung auch mal ein bisschen angepasst, ein bisschen übersichtlicher. Ich hoffe, dass jetzt gerade in Bezug auf Playlist auch mal ein bisschen übersichtlicher, dass ich habe gleich unten in der Videobeschreibung so einen Reiter reingemacht, wo ihr die nächsten Livestream oder ja, nächste Livestream, da könnt ihr einfach nur draufklicken und entweder seht ihr da so ein Vorvideo, was ich ja immer mache, so ein Kurzvideo lasse ich immer vorlaufen von den letzten News. Die dürfen ja nicht länger als 3 Minuten sein, deswegen kann manchmal sein, wenn ein News-Video länger als 3 Minuten, 3 Minuten 1, dann kann ich das nicht als ja, Vorab-Video bei der Premiere oder beim Livestream laufen lassen. Nur mal so als kleine Info. Und ja, deswegen da mal halt mal da ein bisschen gucken. Und ey, warum waren die alle so komisch hier heute? Was ist denn los auf der Autobahn? Wieder leichte Probleme hier auf der A4. Naja, sei es drum. Jedenfalls habe ich da ein bisschen was aufgeräumt, falls der ein oder andere dann einfach bei den nächsten Videos so mal so reinguckt. Aha, was ist der nächste Livestream? Und hier auf dem Kanal einfach da raufklicken, klack. Und wenn ihr dann nur seht offline, dann habe ich weiter nichts geplant. Sonst sollte da im Vorfeld was sein, weil das ist mir schon irgendwie wichtig, dass ich euch mitnehme beim Livestream. Und ich werde jetzt auch immer wieder LKWs, die ich so zusammengebastelt habe, an den Tag, wo dann halt ein Livestream kommt und kein Euro-Truck-Simulator-Video, weil das haben wir ja alles schon 10.000 Mal gesehen, will ich hier mehr solche kleinen, niedlichen Shorts machen für LKWs, dass dann ein, zwei Shorts kommen an den Tag, wo ich einen Livestream mache. Ja, nicht, dass ihr zu wenig Euro-Truck-Simulator bekommt, aber ich schaffe das manchmal nicht mit der Zeit, nämlich nochmal 20 Minuten setzen, alles vorbereiten, dann LKW fahren und das ist alles, ja, etwa zu einem Abfahrtsplan, ne? Dabei möchte man ja auch dennoch gerne einen Livestream machen. Also das ist auf jeden Fall so ein Plan. Ich glaube, das ist vielleicht für viele nicht so das Essentielle, aber ich habe mich selber erwischt ohne Scheiß, wenn ich auf dem Klo sitze. Ich dann wirklich ab und zu mal dann einfach so die Shorts durch winke und dann mir irgendwie sowas angucke und irgendwie kommen immer die Katzen, lustige Katzenvideos. Jetzt mal ohne Blödsinn, es ist wirklich so, ich gucke mir gerne lustige Katzenvideos an. Ja, das ist traurig, aber wahr. Ah, oh, ist das schön, ey. Ich mag das, in so einer Kombination rumzufahren. Ich liebe es. Ich habe ja mal damals so Wechselbrücken, also dieses Rückwärtsfahren. Willkommen in Brandenburg, in meiner Heimat. Und das wurde ja auch schon mal wieder gefragt, wann machst du das mal? Das kann durchaus mal sein, dass wir mal auf dem Mittwoch wieder dieses mit rückwärts einparken machen. Als Livestream, wo ihr dabei seid, mich zu unterstützen und sagen, hey Maximus, war ja nicht dein Bestes, ne? Aber gucken wir mal.
Kriegen wir alles hin. So, aber jetzt werden wir hier erstmal unsere Tour fahren. Wir haben noch 93 Kilometer und ich habe es ja schon mal angekündigt, dass ich jetzt hier die Funktion hier habe. Ja, hier unten ist alles jetzt natürlich am 14. auf. Wenn ihr das seht, ist ein bisschen später. Also, Mercedes-Benz New Actros 2019. Ja, ich habe 4% Schaden. Ja, das ist ja cool. Ja, was sind die, 12, 12. Gang oder so? Naja, so, Frachtschaden irgendwie, oder was ist das? 12%, ich muss, was bedeutet denn das? Prozent Schaden am Anhänger. Ja. Naja, was ist ich, keine Ahnung. So, 80 km/h darf ich fahren, 80 fahre ich, oder 80 ist eingeloggt. Und ich fahre 10 Tonnen Paletten. Manchmal vergesse ich das, ja. Von Chemnitz Richtung Berlin. Ja, 5000 Euro bringt das. Das passt. 3 Minuten mit da. Läuft doch. So, jetzt mal ein bisschen langsamer hier. Oh, jetzt machen wir das mal weg. Können wir immer wieder mal mal zeigen, dass ihr da. Also, wenn ihr das dann eigentlich auch so richtig seht, ne? Handy, gucken sich das auf dem Handy an. Und deswegen muss ich sagen, wenn ich dann wirklich nochmal auf die Shorts zurückzukommen, mache ich das eigentlich sehr, sehr gerne mal, dass ich diese Sachen auch mal so eine kleinen Dinger mache. Sollen 2, 3 Mal die Woche sein, gucken, wie ich da auch die Lust habe, extra noch ein paar Sachen zu machen. Schauen wir mal. So, aber jetzt fahren wir erstmal hier. Die kleinen Sachen, ne? Das machen wir alles hier auf YouTube, ne? Wir bleiben hier auf unserer kleinen Bubble. Will euch ja nicht vergraulen. Hab mal den Tag auch so angeguckt, da hat Stay auf den Tanzverbot reagiert. Das wird den einen oder anderen nicht interessieren, aber nur mal so im Kontext zu bleiben. Da ging es nämlich auch um das Thema, die Leute mitnehmen auf andere Plattformen und dass einige dann halt das dann mit Bots machen, also die gerade neue Plattformen da rum agieren, dass das dann alles so ein bisschen geschönt ist, den Leuten dann halt so ein bisschen. Naja, ihr verliert ja da gar nichts. Ja, die Leute kommen alle mit. Das ist sehr fragwürdig und manchmal auch ein Trugschluss. Ja, was bringt es einem, wenn man, ja, sagen wir 80 oder jetzt in dem Fall, wenn ich jetzt Euro Truck Simulator 100 bis 150 Zuschauer habe, und davon die Hälfte aber nur Bots, ja, dann soll ich da lieber mit meinen 60 oder 80 denn sein. Die Real Schauer. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass ich auch andere Games zeige und der harte Kern dann auch dabei sind. Und wir werden bestimmt einige neue, schöne Sachen, die, ja, und das ist ja das Spannende, dass wir neue Spiele hier auch mal sehen werden. Und nicht nur immer beim LKW bleiben, was aber natürlich das Hauptthema bleiben wird, ne? Da braucht er keine Angst haben. Da werden wir immer aktiv bleiben. So, jetzt sind wir gleich am Start. Werden unsere Fracht abgeben. Keine Probleme. So also wirklich irgendein KI, Auto KI-Mod macht hier mächtig Probleme. Aber was müsste ich vielleicht irgendwann mal nach und nach mal so raussuchen? Was denn hier das Problem ist? Ach. Jetzt stehen wir hier. Kommen die runter? Ach, ärgerlich. Was ist denn da vorne? Kommt Großmutter nicht wieder? Ach, die Polizei war das. Ich hab nichts gesagt, ich hab nichts gesagt. Ja, immer schön Respekt vor der Polizei haben, meine Freunde.
bringt euch nicht weiter. Was ist denn nun hier? Böen runterrollen. Ah, oh, das finde ich ja so schön. Jetzt schauen wir mal, wo will der jetzt in der Bus? Müsste jetzt eigentlich auch mal so eine Runde drehen? Dann einfach nur immer von den KI einen reinmachen. Dann immer schauen, welcher funktioniert und welcher nicht. Ach, es ist jetzt wieder diese eine alte Endstation. Ja, zieht gut mit. Einfach rum. So, gut, dann sind wir ja am Ziel. Bitte ein bisschen ausholen hier. Na gut, die gehen wieder zurück. Oh, ich habe die Schlüssel vergessen. Die KI-Leute da. So, wo will er uns abgeben? Naja, das dann an der Seite, okay. Lassen wir es so. Gut, alles klar. Auftrag abgegeben. Ihr seht es oben. VTC hab übermittelt. Ja, mir hat das verdammt viel Spaß gemacht, mit dem Truck jetzt hier eine Runde zu drehen und die Fracht abzugeben. Schön Wechselbrücke von Chemnitz nach Berlin. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wie gesagt, ich habe ja ein paar Sachen zum Besten gegeben. Ich hoffe, es hat euch interessiert, dass ich gesagt habe, erzählt habe. Aber ihr könnt gerne auch andere Themen in die Kommentare reinschreiben. Lasst ein Abo da, wer es noch nicht gemacht hat, ein Däumchen. Und dann sehen wir doch bald wieder. Ja, vielleicht. Morgen. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Bye, bye.